Hallo, liebe Buchlinge, ihr wollt es, ihr kriegt es. Es wird Zeit für das Unboxing. Buchlinge, ich bin komplett verwirrt. Ich habe Anfang August ein Überraschungspäckchen von Ankas Geblubber bekommen. Eigentlich habe ich die Podcast-Folge auch schon geplant. Aber ich habe gerade irgendwie festgestellt, dass mir ein Track verloren ist, nämlich der Track, in dem ich erkläre, um was es in der Podcast-Folge überhaupt geht. Also an dieser Stelle, ihr wisst jetzt Bescheid, ich habe Überraschungspost bekommen, ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe einen Zweiteiler für euch zusammengestellt, den ich lustigerweise jetzt schon vor ein paar Tagen abgedreht habe und der eigentlich gerade darauf wartet, von mir geschnitten und sortiert zu werden. Und jetzt schiebe ich das irgendwie so ein, sozusagen, die Emma aus der Gegenwart, Zukunft, gemischt mit der Emma aus der Vergangenheit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Noch ein herzliches Dankeschön an Anka und wir tauchen jetzt ab in das erste Hörbuch. Ach ja, mal wieder habe ich es vergessen zu erwähnen. Natürlich ist das kein typisches Unboxing, weil ihr seht ja nichts. Ach, bin ich nicht freundlich zu euch? Nein, das Päckchen habe ich ja bereits ausgepackt und ich dachte irgendwie, wird es ziemlich chaotisch und nicht so episch, das mit mir zusammen auszupacken. Deswegen stelle ich euch die Hörbücher alle vor. Gut, bis auf zwei, die liegen mir nicht so, die habe ich weggelassen. Und ansonsten, es waren 6 Hörbücher in dem Paket und die meisten davon eben stelle ich euch jetzt vor. Also jetzt aber wirklich, auf geht's zur ersten Geschichte. Wo brennt es, Lucy Dervish? In mir, unter meiner Haut. Ich muss es rechtzeitig schaffen. Ich muss Shadow treffen. Poet auch, aber vor allem Shadow. Den Typen, der nachts malt. Vögel, die auf Mauern in der Falle sitzen. Leute, die sich in gespenstischen Wäldern verirrt haben. Jungen mit Herzen, aus denen Grashalme sprießen. Und Mädchen mit brummenden Rasenmähern. Ein Typ, der so etwas malt, ist ein Typ, in den ich mich verlieben könnte. Und zwar Hals über Kopf. Jetzt habe ich endlich die Chance, ihn zu treffen. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Wenn Wunsch und Erfüllung zusammenprallen, sagt Mom, dann ist das der Augenblick der Wahrheit. Ich sehne mich nach dem Zusammenprall. Ich will so heftig mit Shadow zusammenprallen, dass unsere Gedanken durch die Gegend fliegen, dass wir sie einander zurückgeben wie glänzende Steine. Dass wir uns gegenseitig aufhelfen. Oben in der Singer Street kommt die Stadt in Sicht. Sie türmt sich neonblau auf. In weiter Ferne zucken Blitze hinter Hitzeschleiern. Irgendwo erklingt ein Lachen. Dann sehe ich ein Piece von Shadow auf einer bröckelnden Wand. Es zeigt ein von einem Erdbeben angeknackstes Herz. Darunter steht »Jenseits der Richterskala«. Kein Kitschherz wie auf den Karten zum Valentinstag, sondern ein echtes, mit feinen Venen, Arterien, Vorhöfen. Der faustgroße Wald in unserer Brust. Ich biege um eine Ecke und rase durch die Straße auf Els Atelier zu, auf Al selbst, der draußen auf den Stufen im Licht sitzt, umtanzt von Motten. Auf einen fernen Schatten, den Schatten von Shadow. Gleich kommt der Zusammenprall. Ein letzter Sprint, dann gehe ich in die Bremse. Da bin ich, ich hab's geschafft. Sehe ich okay aus? Wie sehe ich aus? Al leert seinen Kaffee, stellt die Tasse auf die Stufe. Wie ein Mädchen, das die beiden um 5 Minuten verpasst hat. Ich sprühe den Himmel schnell. Sehe mich immer wieder um. Halte Ausschau nach Bullen. Sprühe Segel. Halte Ausschau nach ungebetenen Zuschauern. Alles, was in mir gärt, schießt aus der Dose auf die Backsteine. Seht her, seht her, seht her. Das bin ich auf dieser Wand. Mein erstes Bild war ein Mädchen. Mein zweites Bild war eine offene Tür. Danach malte ich noch mehr Türen. Riesige Türen. Danach Himmel. Offene Himmel über offenen Türen mit Vögeln, die entkommen wollten. Was geht dir durch den Kopf, kleiner Vogel? Du stammst aus der Spraydose. Heute ist ein Vogel dran, den ich schon den ganzen Tag im Kopf hatte. Ein kleines gelbes Ding, das im duftigen grünen Gras liegt. Beine und Bauch zum Himmel gereckt. Vielleicht schläft er. Vielleicht ist er tot. Das Gelb stimmt. Das Grün auch. Aber der Himmel stimmt nicht. Ich brauche ein Blau, das einen innerlich zerreißt. Ein Blau, wie man es hier nicht findet.
Krass, Leute, ich habe gerade festgestellt, dass das Hörbuch in meinem Abi-Jahr erschienen ist. In der Geschichte geht es um Lucy, die sich in den geheimnisvollen Graffiti-Künstler Shadow verliebt. Allerdings, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Sie kennt ihn nur anhand seiner Kunstwerke. Dann hat sie aber einen Bekannten, der ebenfalls so ein bisschen geheimnisvoll erscheint, wenn man den Klappentext Glauben schenken mag, der meint, ihr Shadow vorstellen zu können. Und das nicht etwa typisch bei Tageslicht und Kaffee und Kuchen, sondern geheimnisvoll bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Um das Geheimnis zu lüften, das Hörbuch ist 2013 erschienen, und zwar bei Hörbuch Hamburg. Bevor ich zu den Sprechern komme, sollte ich vielleicht noch erwähnen, wer die Geschichte überhaupt geschrieben hat. Das war nämlich Cat Crowley oder so ähnlich. Ihr kennt ja meine erfolgreiche Aussprache von Namen bzw. englischen Worten, also verzeiht mir. Das Hörbuch wird von 3 Sprechern gesprochen, und zwar von Mirko Kreibig, Hans Löw und Birte Schnöing. Interessant finde ich hier, dass wieder Birte Schnöing dabei ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr diese Podcast-Folge zu hören kriegt, ob das vor oder nach dem Lesemonat sein wird, aber ich habe euch ja bereits schon von dem Roman Was wir dachten, was wir taten erzählt, von daher wird dem einen oder anderen von euch die Sprecherin vielleicht was sagen. Und das Krasse finde ich einfach, dass man bei manchen Sprechern hört man ja, dass die Stimme irgendwie altert oder mit den Jahren älter wird. Zum Beispiel, wenn man die Harry Potter Aufnahmen Hörbücher hier mit Rufus Beck vergleicht, klingt da, finde ich, beim ersten Band noch anders als beim 7. Teil. Aber das Spannende finde ich, dass man bei Birte Schnöing irgendwie keine Veränderung wahrnimmt oder mir zumindest keine auffällt. Und ich glaube irgendwie, der Satzbau war jetzt grammatikalisch ziemlich katastrophal, liegt vielleicht auch an der Uhrzeit, wie auch immer. Ihr seht ja nicht, dass es im Grunde draußen schon dunkel ist, also von daher, ich spreche jetzt gerade mal ab, ne Leute. Zur Geschichte, das klingt ja nach einem spannenden Jugendbuch, das so die typischen Themen behandelt, wie es bei Jugendlichen eben so ist, so die erste Liebe und so auch dieser Tatendrang und so dieses Abenteuer-Feeling, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Außerdem haben wir in der Hörprobe schon 2 Sprecher kennengelernt. Und deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall ein tolles Hörerlebnis wird, auf das ich mich schon sehr freuen werde, oder dass ich mich schon sehr freue. Und ich hoffe, ich komme im September dazu, die Geschichte zu hören. Ihr Buchlinge kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwie Wanderpakete verschickt oder so. Dann nehmt ihr vielleicht Bücher, die ihr aussortiert habt, die eher unbekannter sind und die ihr einfach loswerden wollt. Und umso erstaunter war ich dann, dass ich Selection in dem Hörbuchpaket gefunden habe. Jetzt fange ich so an, so episch zu reden, und wahrscheinlich hört ihr im Hintergrund meinen Vater husten und schnupfen und so. Er ist nicht erkältet, es geht ihm gut. Aber trotzdem habe ich jetzt keine Lust, diese Aufnahme nochmal zu machen, also ihr müsst mir jetzt Hintergrundgeräusche irgendwie ertragen. Selection ist auch so ein Buch, das ich irgendwie schon auf mehreren Buchblogs gesichtet habe, über das ich mich aber nie genau informiert habe, beziehungsweise das mich nie irgendwie angesprochen hat. Aber da es jetzt bei mir eingezogen ist, erfahrt ihr jetzt natürlich auch etwas über den Inhalt. Wahrscheinlich kennt ihr ihn einfach schon längst und ich bin irgendwie die einzige Buchbloggerin, die irgendwo hinter dem Mond lebt und die Geschichte jetzt erst kennenlernt, aber sei es drum. Und zwar handelt es sich bei Selection um eine Dystopie, geschrieben von Kyra Cass. Ich nehme mal an, man spricht die so aus, weil sie Engländerin ist und so weiter. In der Geschichte geht es quasi um eine dystopische Form von der Castingshow Der Bachelor. Denn hier gibt es einen Prinzen, der sich zwischen 35 Mädchen entscheiden darf und sich hier eine Ehefrau suchen darf. Eine der Kandidatinnen ist die hübsche America Singer. Jetzt ohne Witz, der Name der Protagonistin, ich könnte mich so wegwerfen. Die, also America Singer, kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Und das heißt natürlich, wenn sie es schafft, mit dem Prinzen verheiratet zu werden, könnte das ein ziemlicher Aufstieg für ihre Familie sein. Ihr ist dieses ganze Tamtam aber irgendwie ziemlich egal, beziehungsweise sie findet es oberflächlich und
Außerdem hat sie bereits eine große Liebe, aber kommen wir zur Hörprobe. Aus diesem Blickwinkel betrachtet erschien mir das Casting wie eine Rettungsleine. Dieser blöde Brief konnte mich aus dem dunklen Loch herausziehen. Mich und meine Familie. Aber es gab Dinge auf dieser Welt, wichtige Dinge, die ich liebte. Es wäre schlau gewesen, diesen blöden Wisch verschwinden zu lassen, bevor Dad, May und Jared nach Hause kamen. Aber Mom hatte ihn in der Tasche und beim Essen brachte sie ihn zum Vorschein. »An die Familie Singer«, flötete sie. »Mom, bitte«, sagte ich flehentlich. »Ich will es aber hören«, bettelte May. Das wunderte mich nicht. Meine kleine Schwester sah zwar wie eine 3 Jahre jüngere Version von mir aus, aber unsere Persönlichkeiten waren grundverschieden. Im Gegensatz zu mir war May lebhaft und fröhlich und derzeit völlig verrückt nach Jungs. Sie würde diese Sache auf jeden Fall furchtbar romantisch finden. Die jüngste Volkszählung hat ergeben, dass in ihrem Haushalt eine unverheiratete weibliche Person zwischen 16 und 20 Jahren lebt. Wir möchten bekannt geben, dass in Kürze die Möglichkeit besteht, dem großartigen Staat Ilia Ehre zu erweisen. Unser hochverehrter Prinz Maxon Shreve, las Mom weiter, wird in diesem Monat volljährig. Er möchte diese neue Lebensphase mit einer Partnerin an seiner Seite gestalten und eine Tochter von Ilia zur Frau nehmen. Wenn ihre ledige Tochter oder Schwester Interesse daran hat, Prinz Maxons Gemahlin und die verehrte Prinzessin von Ilia zu werden, füllen Sie bitte das beigelegte Formular aus und senden es an Ihre zuständige Provinzverwaltung. Aus jeder Provinz wird eine junge Frau ausgelost und dem Prinzen vorgestellt werden. Für die Dauer ihres Aufenthalts werden die Teilnehmerinnen im wunderbaren Palast Ilia in Angeles untergebracht sein. Die Familien der Teilnehmerinnen werden für ihre Dienste an der Königsfamilie eine großzügige Entschädigung erhalten. Ich verdrehte die Augen, während sie weiterlas. So verfuhren sie im Herrscherhaus mit den Söhnen. Prinzessinnen der Königsfamilie dagegen sollten in arrangierten Ehen mit anderen Königshäusern untergebracht werden, um die politischen Beziehungen mit diesen Ländern zu festigen. Prinzen dagegen verheiratete man mit Frauen aus dem Volk, um die Moral unserer bisweilen instabilen Nation aufrechtzuerhalten. Beide Varianten der Verheiratungspraxis gefielen mir gar nicht. Und bei der Vorstellung, vor den Augen des gesamten Volkes an einem Castingwettbewerb teilzunehmen, bei dem dieser aufgeblasene Angeber sich das attraktivste und oberflächlichste Mädchen aussuchen durfte, das dann später im Fernsehen das hübsche Lerfchen an seiner Seite sein sollte, hätte ich schreien können. Etwas Demütigerendes gab es wohl kaum. Erschienen ist das Hörbuch bei Goya Lit. Im Übrigen hat Anka mal in einem ihrer Blogbeiträge, Videos, wie auch immer erzählt, dass es einer ihrer Lieblingshörbuchverlage ist. Von daher nochmal einen herzlichen Dank, dass du das Hörbuch weitergegeben hast. Gesprochen wird die Geschichte von Friederike Wolters. Und ohne Witz, Leute, ihre Stimme kommt mir irgendwie sehr, sehr bekannt vor. Ich habe auch mal versucht, sie zu googeln. Also ich habe sie gegoogelt, aber ich habe nur herausfinden können, dass sie Buchhändlerin ist und auch die Hörbuchabteilung in ihrer Buchhandlung leitet und durch ein Casting auserwählt wurde. Haha, Casting passt ja wunderbar zur Geschichte. Also die Selection-Reihe zu lesen. Und das finde ich einfach mega cool, dass man sich hier nicht einfach an irgendeine Schauspielagentur gewandt hat, sich irgendeinen tollen Schauspieler ausgesucht hat, der das Ganze mal lesen darf, sondern es ist wirklich mal jemand schafft, der Liebe zum Hörbuch hat und sich für die Branche interessiert. Und ich finde auch, dass Friederike Wolters eine angenehme Stimme hat und auch gut zur Protagonistin passt. Also sie klingt ebenfalls jugendlich. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich im Laufe der 3 Bände macht, weil die Hörprobe war ja im Vergleich zu den 3 Bänden, die mich hier erwarten, recht kurz. So, ihr lieben Buchlinge, ihr habt abgestimmt. Ihr wolltet einen Zweiteiler, ihr kriegt einen Zweiteiler. Deswegen sind wir jetzt am Ende der Podcast-Folge angelangt. Und natürlich interessiert mich, kennt ihr eines der beiden Bücher? Wie haben euch die Hörproben gefallen? Was haltet ihr von der Geschichte? Beziehungsweise Selection kennt ihr ja wahrscheinlich sowieso und so. Jedenfalls haut mir eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann! Und natürlich
und zu auch mal Zeit für einen kleinen PS-Beitrag. Ich würde so gern wissen, wer von euch jetzt dran bleibt. Ich verlinke euch nämlich den zweiten Teil unten in der Infobox. Ich weiß noch nicht genau, wann er erscheint. Ich weiß ja nicht mal, wann dieser Podcast hier erscheint. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr ihn finden werdet und auch beim zweiten Teil von dem Unboxing von Ankaras Überraschungspaket ihr wisst schon dabei seid und so weiter. Tschüss.